Hey Leute, hier ist euer Matsugen mit einem weiteren Legendary Report. Ich freue mich total auf diesen Legendary Report, weil diesmal habe ich wirklich gute Gegenstände gefunden. Bin relativ happy und ich will sie auch euch gar nicht lange vorenthalten. Wir haben gefunden Immortal King Handschuhe. Wir haben ein Quiver, wird es so ausgesprochen? Ich glaube ja. 63er gefunden. Ein Z-Helm Immortal King. Dann noch eine Tyrael's Macht und noch ein Mempo. Das ist doch mal eine super Ausbeute, oder? Also das finde ich echt klasse und ich hoffe, dass da wenigstens ein Item dabei ist, was mein Gold ein bisschen weiter nach oben pusht. Also drückt mir die Daumen, vielleicht ist was bei. Ich fange direkt an mit den Immortal King Handschuhen und dann schauen wir mal, was wir dafür kriegen. So. Oh yeah. Ah, das sieht so aus nach 200k Immortal King Handschuhe. Na gut. Weiter geht's mit den Quiver. I don't know. Low Dex David und auch noch Low Attack Speed. Fuck. War auch nichts wert. Was haben wir hier? Ja, nichts wert. So, jetzt aber Immortal King Helm. Komm schon. Komm schon. Mit Poison Resistance. Yeah. Naja, okay. Gucken wir uns trotzdem Auktionsauslage an. Wenn man guckt, ey. Minus 10.000 Damage, wenn ich den Helm aufsetze. Ui! 49 Crit Damage. Aha. Wie viele Random Stats kann dann dieser Gegenstand überhaupt haben? Das muss ich mir echt beim Auktionshaus nachgucken, ob die was vielleicht sogar wert sind in der Kombination. Ich bezweifle es ja, da kein Mainstat drauf ist, aber man weiß ja nie. Auch nichts wert. Jetzt die Tyrael's Macht. Komm schon. Mit 5 Sockel. 178 Int. Eine Int Tyrael's Macht. Müssen wir uns angucken. Weiß ich auch nicht, ob die was wert ist. Nee, die ist auf jeden Fall nichts wert. Und jetzt kommt schon der Immortal... nicht der Immortal King Helm, sondern Mempo. Wenn ich doch mal einen guten Mempo habe... Ich will ja eigentlich auch einen neuen Mempo haben, aber die sind so arschteuer. Ohne Crit mit 183 Stärke und 138 Int. Oh, Mann. Und nur 8 Attack Speed. Schauen wir uns trotzdem im Auktionshaus mal an. Gut. Da haben wir jetzt ja viele Items, die wir uns mal anschauen müssen. Das werden wir auch direkt machen. Wo haben wir sie denn? Hier. Also erstmal der Mempo. Der hatte wie viel Stärke? Der hat 180 Stärke. Gehe ich mal 173 Stärke ein. Jo. Hier. Mit 8 Attack Speed. Unser hat 12% Life. Ich glaube, es macht jetzt nicht so viel aus. Hier 7 Millionen. Ich würde mal sagen, so 7 Millionen. Jetzt suchen wir mal nach Int. Vielleicht sind die ja mit Int ein bisschen mehr wert. Gucken wir mal. Aber ich glaube nicht mit noch 130 Int. Okay. Aber wir kriegen auf jeden Fall was für. Stärke. Warte mal, Stärke. Da. Okay, 172. Oh, die haben sogar 9 Attack Speed. Not bad. Meiner hat aber nur 8 Attack Speed. Also wenn ich den für 6,5 Mille reinstelle, dann ist der instant weg. Oh, hier ist sogar einer mit Always. Achso, ach, die haben doch alle Always, bin ich blöd. Und wenn man mit Int als Kombination angibt. Einen Moment, mein Handy klingelt, ich drück mal kurz weg. So. Gucken wir mal weiter. Naja, ich versuche diesen Helm mal für 7 Millionen zu verkaufen. Oh, jetzt werden sie aber hartnäckig hier. 7 Millionen. 1, 2, 3, 4. So. 7 Millionen. Oder nee, wir machen 6,999 Millionen.
So. Sieht immer schöner aus. Sieht immer billiger aus. So. Okay, was gucken wir uns als nächstes an? Die Tyrells Macht. Mit 178 Int. 168 Int. 350k. Wihi! Weiter geht's. Hier, die Handschuhe. Die würde ich mal gerne wissen. Mit Crit Damage. Habe ich ja echt auch noch nicht gefunden. Das mit 49, fast Max. 50 ist ja Max. Aber trotzdem. Will einfach keiner haben, so ein Mist. Okay, Helm. Immortal King Helm. Da fangen die günstigsten hier an. Wir haben aber einen mit 100, fast 200 Stärke. Das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr dafür. Ja. Oh, der. Ey, der hat sogar Crit mit drauf. Achso, die haben ja alle Crit. Wie viel Life hat unserer? 11. Wir haben sogar. Wir haben 6er% Crit. Das ist schon mal mehr wert. Auch 7 Millionen mit Poison Resistance. Ist das ausschlaggebend für den Preis des Helmes? 15 Millionen will einer hier für einen Poison Resistance Helm. Hat auch noch kein Bit drauf. Also ich glaube nicht, dass er 15 Millionen dafür geben wird. Ich glaube, das interessiert ihn nicht, ob da Poison Resistance drauf ist oder nicht. Ich werde ihn jetzt einfach hier für. Wie viel Life hat der? 11% Life. Millionen. Ach, wir sind ja voll. Können wir irgendwas rausschmeißen hier aus der Liste? Wo ich mir. Genau, hier. Da hat eh keiner drauf geboten. Schmeiß mal raus. 8 Millionen. So. 8 Millionen. Die Handschuhe, die sind nichts wert. Das weiß ich. Da fangen die günstigsten bei 50k an und unsere sehen nicht anders aus. Und der Quiver ist mit 13 Attack Speed. Wird ja wohl auch nicht viel wert sein. 350k. Haben wir sonst noch irgendwelche speziellen Sachen drauf? Nee, nicht wirklich. Stärke. Wuhu. Okay. War aber doch eine ganz gelungene Ausbeute. Ein Mempo hatten wir. Dann hatten wir einen Immortal King Helm. Besser als nichts. Mal gucken, ob ich sie verkaufe. Das werde ich dann in den nächsten Videos zeigen. Ob es jetzt im nächsten oder im übernächsten ist, weiß ich noch nicht ganz genau. Wir sehen uns aber bald wieder. Ich wünsche euch viel Glück bei euren Legendaries. Bis zum nächsten Mal, euer MatzeGen. Daumen hoch.